Sie haben in diesem Bundestag in nur 13 Monaten mehr Schulden eingebracht, als der Bund zuvor in 20 Jahren gemacht hatte. Die EU finanziert jetzt sogar fast zwei Drittel ihres nunmehr verdreifachten Etats auf Pump. Es ist alles ökonomisch völlig unverantwortlich. Sie nehmen Bundeshaushalte bis 2058 in Geiselhaft. Deutschland haftet für die Schulden anderer Staaten. Künftig wird dann in Rom und Athen mitentschieden, wie hoch der Bundeshaushalt auszufallen hat. Das ist illegal, denn selbstredend wird dadurch künftig die haushalterische Gesamtverantwortung dieses Bundestages aufgegeben. Unsere Verfassungsklage dagegen liegt bereits in Karlsruhe. Kollege Böhringer, ich weiß nicht, ob Sie diese Rede, die Sie eben gehalten haben, gehen Sie mal rüber zur Charité auf die Intensivstation. Würden Sie dort die gleiche Rede halten vor Ärzten, vor Krankenschwestern und vor an Covid-19 Erkrankten, die beatmet werden müssen, die heute 4 bis 6 Wochen da liegen, weil es die unter 60-Jährigen sind mittlerweile. Da gehen Sie hin und halten mal Ihre Rede und reden davon, dass das eine unverhältnismäßige Reaktion der Bundesregierung ist. Und das Schlimmste, Herr Minister, ist, und das ärgert mich so sehr, wenn man in einer Notsituation ist, dann guckt man nicht nur, wo gebe ich mehr aus, sondern dann sagt man vielleicht auch mal, wo gebe ich weniger auf, auf was kann ich verzichten. Und um das ganz einfach zu machen, dieser Finanzminister ist noch nicht einmal in der Lage, nicht in der Lage zu sagen, okay Leute, ehrlich, Corona geht weiter, die Behörden werden weniger reisen, wir setzen mal alle Reisekosten, setzen wir mal wenigstens ein bisschen, und wenn es nur ein paar Millionen weniger Neuverschuldung sind. Nein, es bleibt alles beim Alten. Und genau das ist das, was Sie machen. Sie lassen es beim Alten, geben ein bisschen mehr drauf, schaffen sich eine Wahlkampfkasse, lassen sich hier applaudieren. Und das ist im Endeffekt keine Haushaltspolitik, sondern das ist Zukunft vergessen und ist nicht das, was dieses Land eigentlich von einem Finanzminister erwarten könnte. Meine Damen und Herren, die Menschen können ihre Miete nicht mehr bezahlen, und die Unionsfraktion klagt gegen den Berliner Mietendeckel. Ich kann nur sagen, das ist nicht nur mies, sondern hier zeigen sich auch klare Fronten. Immer da, wo das große Geld zu verdienen ist, da finden sich auch die Abgeordneten Union. Und das ist gerade in der Pandemie unerträglich. Und ich kann Ihnen sagen, Sie können diese Scharte nur ausbügeln, wenn Sie jetzt hier im Bundestag noch in dieser Legislaturperiode bundesweit einen wirksamen Mietendeckel beschließen. Das wäre die richtige Entscheidung. Wenn ich mir dabei das grüne Wahlprogramm mit dem Titel Deutschland alles drin anschaue, dann bekommt die Aussage der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken einen richtig dicken Schrecken. Sie hat gesagt, niemand müsse Angst vor Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot haben. Obaja. Die Grünen wollen laut Wahlprogramm einführen ein Klimawohngeld, eine Mobilitätsprämie, eine Grundsicherung, eine Garantie-Plus-Beitrag, eine allgemeine Garantiesicherung, eine Kind-Zeit-Plus, Nahverkehr, Volksbildung, Diversity, nur einen kurzen Auszug, sollen üppig subventioniert werden. Der grüne Staat ist ein Umverteilungsstaat. Er sitzt auf einem Berg von Geld und teilt es den Richtigen zu. Ein besserer Titel des grünen Programms wäre aus meiner Sicht deshalb Deutschland, wer soll das alles nur bezahlen? In der gestrigen Debatte zum Thema Transparenzregister ist es bei einem Debattenbeitrag von Fabio De Masi von der Fraktion der Linken zu einer Aussage gekommen, die meiner Fraktion zugeschrieben wurde und mir persönlich namentlich in Verbindung gebracht wurde. Geldwäsche ist die Notwehr des kleinen Mannes. Diese Aussage ist falsch, ist unwahr und ehrabschneidend. Geldwäsche ist eine Straftat, und diese Äußerung, Geldwäsche sei die Notwehr des kleinen Mannes, kann als Aufforderung zu einer Straftat ausgelegt werden. Ich als Mitglied des Finanzausschusses verwehre mich dagegen, mit solchen Straftaten oder der Duldung von solchen Straftaten in Verbindung gebracht zu werden. Im Nachgang dieser Äußerung haben wir uns die Plenardebatten seit 2018 insbesondere mit Herrn De Masi angeschaut. Es gibt keine Äußerung, die nicht auch nur annähernd dazu geeignet wäre, hier verwechselnd in Verbindung gebracht zu werden. Ganz im Gegenteil, hätte Herr De Masi den Äußerungen von mir, von uns in den Debatten zugehört, wüsste er die Positionierung in Sachen Panama Papers, Paradise Papers und Geldwäsche.
Und deshalb ist diese Äußerung so nicht tragbar. Es ist allerdings richtig, dass ich für meine Fraktion ein Positionspapier entwickelt hatte. Und darauf möchte ich abschließend ganz kurz zitieren, damit auch Herr De Masi, Sie werden wahrscheinlich auch noch hart mit ihm wegen der Verbreitung dieser Unwahrheiten ins Gericht gehen, zitieren können. In Deutschland erwirtschaftete Gewinne, die in der Regel mit deutschen Bürgern erzielt werden, müssen auch in Deutschland versteuert werden. Die Möglichkeit, zum Beispiel überhöhte Lizenzgebühren, IT-Kosten, Gewinne auf Tochtergesellschaften in Niedrigsteuerländern zu verschieben, müssen geschlossen werden. Eine umfassende Transparenz über relevante Geschäftsbeziehungen inländischer Steuerzahler, Steuerpflichtiger mit Konzerngesellschaften in Drittstaaten ist herzustellen. Das zur Aufklärung. Und hätte Herr De Masi diese Äußerung nicht hier im Plenum getätigt, würde ich hier keine Erklärung abgeben müssen. Da hätte er heute Morgen bereits die Aufforderung zu einer strafbewehrten Unterlassungserklärung vorliegen. Zweitens, Sie schreiben da drin, der Lockdown bestehe seit einem Jahr. Herr Reusch, das ist falsch. Der Lockdown besteht erst noch nicht mal seit einem halben Jahr. Herr Reusch, das lernt man bereits in der Grundschule. Auch das sollten Sie vielleicht noch mal nachholen, um zu wissen, wie Kalender gehen, meine Damen und Herren. Der dritte Punkt, Sie sagen, ja, die Bundesregierung ergibt sich nur mit Menschen, die die gleiche Meinung haben wie Sie selbst. Ja, das erstaunt und wirklich, und hier brauchen wir jetzt den Spiegel. Schauen Sie mal in den Spiegel. Sie machen das. Sie beschäftigen sich nur mit Menschen, die die gleiche Meinung haben wie Sie. Schauen Sie in diesen Spiegel. Sie selbst sind das, was Sie den anderen vorwerfen. Meine Damen und Herren, es ist auch nur peinlich, was Sie da reinschreiben in diesen Antrag. Schlimmer als diese Fehler ist aber, dass Sie nicht mal konkrete Vorschläge machen. Sie sagen nur, Sie wollen eine Expertenkommission, die sich Gedanken machen soll. Ja, Herr Reusch, meine Fraktion und auch andere Fraktionen machen sich seit einem Jahr Gedanken. Und Sie machen sich nicht nur Gedanken, Sie machen auch konkrete Vorschläge. Wir wollen mehr impfen, wir wollen mehr testen, wir wollen besser nachverfolgen. Davon ist bei Ihnen nichts zu sehen, meine Damen und Herren. Was bei Ihnen kommt, ist Hilfe für das Coronavirus. Meine Damen und Herren, Sie sagen, Sie bekämpfen die Maskenpflicht, Sie bekämpfen das Impfen und Sie machen keine konkreten Vorschläge. Das Coronavirus dankt sehr herzlich dafür, für das, was Sie tun. Wenn ich das Coronavirus wäre, ich würde AfD wählen, meine Damen und Herren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, Herr Schindenburg. Ja. So, jetzt. Guten Morgen. Herr Brandner, ignorieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, Herr Schindenburg hat in unterhaltsamer Weise das dargestellt, was eine unglaubliche Ernsthaftigkeit birgt. Denn wir alle erwarten, und diejenigen, die in der Regierung sind, haben sich auch darauf verständigt, dass natürlich die Stimme der Opposition ernsthaft mit einbezogen wird in Regierungshandeln und in die Debatte hier im Bundestag und wir die Argumente hören möchten. Und ich finde, diese Anträge der AfD beleidigen meinen Intellekt. Das ist einfach so. Ich will mir gar nicht ausmalen, auf was für absurde Ideen Sie noch kommen werden, sollte diese Strategie nicht greifen. Sollten Familien auf das gemeinsame Abendessen verzichten, damit in Stuttgart weiter der Porsche vom Band rollt, werden Sie tagsüber Grünanlagen sperren, außer auf dem Weg von und zur Arbeit natürlich, oder werden Sie die Mittagspause abschaffen, um Kontakte zu reduzieren. Auf welcher Inzidenz sollen Paare getrennt schlafen, um die Rüstungsexporte nicht zu gefährden? Oder werden Sie vielleicht die Arbeitszeiten erhöhen, damit die Arbeiterinnen und Arbeiter zu müde für private Treffen sind? Ich traue Ihnen mittlerweile alles zu, was garantiert, dass die Gewinne der Konzerne bloß nicht geschmälert werden. Und was machen derweil CDU und CSU? Die stürzen sich genüsslich in einen innerparteilichen Kampf um die Kanzlerkandidatur, als ob diese Katastrophe namens Pandemie nicht existieren würde. In der Folge beschäftigt die Union sich seit Wochen mit sich selbst statt mit der Bekämpfung der Pandemie. Ich muss sagen, da bleibt mir glatt die Spucke weg. Das ist ein Niveau an Ignoranz, Selbstbezogenheit und Fahrlässigkeit. Mit Ihnen kann doch niemand ernsthaft koalieren wollen. Das gilt hier den Grünen. Ich habe eine andere Vermutung. Ich glaube nicht, dass Roman Reusch dahinter steht, sondern dass Sie es sind, Herr Brandner, weil ich weiß, dass Sie jeden Morgen in freudiger Erregung einen Namen googeln, nämlich Angela Merkel. Und der kommt auch in der Überschrift über dem Fokusartikel vor, den Sie hier dann leicht umformuliert wiedergeben, allerdings natürlich nur in den Teilen, die in Ihr Weltbild passen.
Für die Lektüre der Thesenpapiere, um die es in diesem Artikel eigentlich geht, hat es dann offenbar schon nicht mehr gereicht. Dann kommt eine erste Forderung, die Einrichtung einer unabhängigen Expertenkommission. Das klingt erstmal gut. Allerdings haben wir in den letzten Jahren gelernt, dass in der Welt der AfD bestimmte Begriffe vollkommen umgedeutet werden, manchmal bis zum Gegenteil des allgemeinen Sprachgebrauchs. Es soll schon Leute geben, die überlegen, ein Wörterbuch zu schreiben, AfD-Deutsch und Deutsch-Deutsch. Und wenn die AfD zum Beispiel von Volk redet, meint sie ja meistens immer nur sich selbst. Wenn sie konservativ sagt, dann meint das Chauvinismus mit Dackelkrawatte. Und unabhängige Experten sind bei Ihnen Leute, die das vertreten, was die AfD hören möchte. Ich übersetze Ihnen zum Schluss noch so einen Satz, verabschiedet am letzten Wochenende auf dem Parteitag der AfD. Es soll den mündigen Bürgern selbst überlassen bleiben, in welchem Maße sie sich selbst schützen möchten. Das heißt auf Deutsch, es ist ihnen vollkommen, und ich würde es am liebsten so ausdrücken wie bei mir auf dem Dorf, es ist ihnen vollkommen wurscht, wie die völlig erschöpften Beschäftigten auf den Intensivstationen durch die nächsten Wochen kommen. Das ist ihnen vollkommen egal. Und sie jammern hier rum, dass sie ausgegrenzt werden. Das ist die AfD, Eiseskälte. Sie grenzen sich selber aus. Ich bin froh, dass ich mit Ihnen selten in einem Raum sein muss. Vielen Dank. Da werden schon die ersten Stühle geschmissen. Meine Damen und Herren, ich wurde schon oft erwähnt. Jetzt stehe ich leibhaftig hier am Rednerpult. Wir reden zum Thema alternative Maßnahmen zur Lockdown-Politik der Bundesregierung aufstellen. Das ist die Forderung der AfD zu diesem Tagesordnungspunkt. Und diese Forderung ist auch wirklich wichtig, um hier debattiert zu werden. Wie wichtig das ist, haben die 7 Vorredner hier in eindrucksvoller, peinlicher Weise bewiesen. Wir haben, Frau Rottmann, den Antrag extra ganz kurz und in fast einfacher Sprache abgefasst, dass Sie das alles begreifen. Und trotzdem haben Sie unseren Antrag nicht verstanden. Wir wissen nicht als AfD, was wir noch machen sollen. Schluss mit angeblich alternativloser Mittelalterpolitik, die gestützt ist auf Hofschranzen, Hofnarren und Angsthasen, hin zu einem aufgeklärten Pluralismus, zu kraftvoller Politik, die von Experten gemacht wird und die im Parlament verabschiedet wird, meine Damen und Herren. Hätten Sie dies von Anfang an so gemacht, wie die AfD es ja auch gefordert hat, wenn das Grundlage Ihres Handelns gewesen wäre, stünde Deutschland wesentlich besser da, genauso wie Deutschland wesentlich besser dastehen würde, wenn die AfD endlich in Regierungsverantwortung käme. Vielen Dank. Und den Kleinigkeiten, denen stellen Sie sich nicht. Die Frage, wie soll denn ein solches Gremium besetzt werden? Von der Mehrheit der Großen Koalition oder gar von der Regierung? Damit wären Sie nicht einverstanden. Nein, wer soll denn dann darüber bestimmen, wer in einem solchen Expertengremium sitzt? Wahrscheinlich nach Proportionsverhältnis der Fraktionen. Selbstverständlich. Da könnten Sie dann auch jemanden schicken. Aber, und da warne ich vor, solche Gremien haben dann die Neigung, politisiert zu werden. Das heißt, dass man immer die Leute schickt, die man sowieso gerne hören möchte und vor allen Dingen Leute schickt, die dann ins eigene Weltbild passen. Bei der AfD wären das dann Attila Hildmann und Xavier Naidoo. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. Das gilt für die Vertreter der Freien Demokratischen Fraktion auch. Ja gut, die Linken sind ja auch nicht so viele, die dann wechseln müssen. Insofern aber bei den Grünen ist das auch so. Gut, ich nehme das zurück. Denn mittlerweile haben sich die Wohlfahrtsverbände, der DGB, Grüne und auch die SPD unserer Forderung nach einem 12-Euro-Mindestlohn angeschlossen. Und die Minister Heil und Scholz stellen den jetzt für 2022 in Aussicht. In Aussicht stellen ist als Teil der Regierung allerdings zu wenig. Und bevor Sie sich jetzt wieder aufregen, ich weiß, das Problem der SPD in dieser Bundesregierung heißt Union. Da waren einige mehr damit beschäftigt, sich Hunderttausende Euros in die eigene Tasche zu schaufeln, anstatt Beschäftigten armutsfeste Löhne zu garantieren.
lächerliche 10 Cent Mindestlohnerhöhung haben die Kolleginnen und Kollegen bekommen. Und wenn es nach einigen in der Union gegangen wäre, dann hätte es sogar eine Reduzierung gegeben. Wie verkommen muss ein Wertekompass da eigentlich sein? Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Weiß, ich muss jetzt einfach noch mal nachfragen, weil Sie ja behaupten, dass es keine Vorgaben gibt und die Mindestlohnkommission ganz frei entscheiden kann. Geben Sie mir recht, dass im Mindestlohngesetz festgeschrieben wurde, dass die Anpassung des Mindestlohns sich an der Tarifentwicklung orientieren muss. Geben Sie mir recht, dass das im Mindestlohngesetz steht und dass genau das im Endeffekt dazu führt, dass eben die Mindestlohnkommission nicht frei entscheiden kann. Frau Kollegin Müller-Gemmecke, zum Abschluss der Debatte, wenn ich in meinem Büro bin, schicke ich Ihnen das Gesetz zu, zum Lesen. Ja, Entschuldigung. Im Gesetz steht nirgends, aber auch nirgends, die Mindestlohnkommission muss sich an der zurückliegenden Lohn- und Tarifentwicklung orientieren. Ein Muss steht da nirgends. Sie soll verschiedene Kriterien berücksichtigen, aber ein Muss. Ich habe nicht von Muss gesprochen. Doch, Sie haben von Muss gesprochen. Herr Präsident, wann gibt es das Protokoll? Herr Kollege Weiß, Frau. Ich möchte mich in den Streit zwischen Ihnen beiden nicht einmischen, aber die können Sie auch außerhalb des Plenarsaals weiter fortsetzen. Ich finde, Herr Kollege Weiß, Sie beantworten jetzt die Frage und dann fahren Sie in Ihrer normalen Rede fort, denn wir haben noch mehr auf der Tagesordnung. Also die wesentlichen Punkte sind, dass wir die Sozialversicherungsbeiträge ein bisschen runterkriegen müssen, dass wir auch steuerlich entlasten müssen, damit von dem, was der Arbeitgeber zu bezahlen hat, auch möglichst viel bei dem Arbeitnehmer ankommt, der die Leistung macht. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Währung wieder was wert ist. Warum treten Sie nicht aus dem Euro aus? Das wäre das wesentliche Element, um wieder Wertschöpfung zu haben. Vielen Dank. Herr Kollege, bevor Sie antworten, vielleicht sollten wir uns darauf verständigen, dass Zwischenfragen Fragen sein sollten, auch kurz in der Version so gehalten werden sollen, dass es keine weiteren Reden gilt. Das gilt nicht nur für Sie, sondern es gilt für alle Beteiligten hier. Also weitere Reden zu halten, in eine Zwischenfrage gekleidet, ist nicht der Sinn der Veranstaltung. Herr Kollege Rüssel, Sie haben jetzt das Wort. Also ich habe Ihr Statement genau verfolgt und habe drei Fragen rausgehört. Erstens, was immer der Fall ist, Sie wollen aus dem Euro raus. Ich glaube, dass der Euro stabil ist und dass der Euro stabiler ist, als die D-Mark jetzt im Moment wäre. Und kein Mensch kommt mehr auf die Idee, dass wir heute noch mal die D-Mark wollen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Sie gesagt haben, die Steuern müssen runtergehen. Für die, die wir hier sprechen, das sind diejenigen, die haben kein Problem damit, dass sie hohe Steuern bezahlen müssen. Die haben ein Problem damit, dass sie nichts in der Tasche haben, weil zu wenig Lohn da ist. Also hilft es denen nicht, wenn man die Steuern senkt. Und ich sage, alle sollen dankbar sein, dass wir alle viel Steuern bezahlen können. Dann ist auch viel in der Lohntüte drinnen. Und der erste Punkt, den habe ich jetzt vergessen. Was war der erste Punkt? Ob Sie zur Kenntnis nehmen wollen, dass auch die AfD einen Mindestlohn will, der nicht bei 2 Euro liegt. Ja, das habe ich ja schon gut gefunden, dass Sie das nicht wollen. Aber aus Ihrer Argumentation habe ich gehört, dass es nicht weiter nach oben gehen darf. Deswegen ist es natürlich Unsinn, dass es festgestellt wird, dass Sie jetzt nicht für 2 Euro Stundenlöhne sind. Ich weiß gar nicht, ob jemand überhaupt hier im Raum für 2 Euro Stundenlöhne sind, die es übrigens vor dem Mindestlohn gab. Ich hoffe, ich habe das ordentlich beantwortet, Ihre Fragen. Darf ich das noch kurz sagen? Nächster Redner ist der Kollege Uwe Schummer, CDU-CSU-Fraktion. Ja, ich hatte mich da oben aufgerufen, aber Sie sind da. Aber Sie wissen, dass der Präsident, der Sitzungsleiter oder die Präsidentin aufruft und nicht die Tafel, nicht? Normalerweise wundere ich mich eigentlich immer über Reden der Linken. Über die Rede, Frau Ferschel, die Sie gehalten haben, habe ich mich geärgert, vor allem über einen Satz, wenn Sie der CDU-CSU-Fraktion einen verkommenen Wertekompass vorwerfen, dann, liebe Frau Ferschel, finde ich das echt unterirdisch. Was würde man über die Linken sagen, wenn man Verfehlungen Einzelner über das Große und Ganze stellt?
liebe Frau Ferschl, das glaube ich zeigt auch, wie Sie denken und wie Sie ticken, dass man eine Fraktion, die über 70 Jahre dieses Land geprägt hat, mit einem klaren Kurs und einem klaren Wertekompass gestaltet hat, dann glaube ich, kann man das so nicht tun. Da würde ich Sie bitten. Ja, genau. Okay, also können wir lassen. Herr Kollege Thomae, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.